Hallo Leute und einen schönen Sonntag. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal ein Sonntagsvideo, weil ich habe ja schon vor ein paar Wochen angekündigt, dass jetzt eigentlich mehr Videos kommen sollen. Aber ich habe bis jetzt immer noch keine Gelegenheit, irgendwie ein Sonntagsvideo zu filmen. Und deswegen will ich jetzt einfach mal anfangen. Und für ein Sonntagsvideo habe ich jetzt einfach gedacht, ich spreche an diesem Sonntag über meine Woche, die vergangen ist. Und ja, und dann geht's auch schon los. Also in dieser Woche gab es Höhepunkte, es gab Erniedrigungen und keine Ahnung. Also das erste ist, ich war jeden Tag arbeiten und das war ziemlich anstrengend. Ich musste 3 Tage lang hintereinander bis 20 Uhr arbeiten. Aber ist eigentlich egal. Und der größte Höhepunkt ist, ich habe bei Go Supermodel einen Dreht Forum erstellt, wo ich einfach gefragt habe, ob Leute Lust haben, Minecraft zusammen zu spielen und nebenbei noch so sich so zu unterhalten. Und da haben sich wirklich 3 Leute zusammengefunden, also mit mir 4, und wir haben uns dann schön unterhalten und haben zusammen Minecraft gespielt. Und ich finde das richtig genial, dass man sowas wirklich machen kann. Und somit habe ich 3 neue Leute kennengelernt, die richtig nett sind. Sie sind zwar erst 14 und eine ist sogar 12, aber ist egal, das ist mir sowas von egal. Mir kommt es nicht drauf, wie alt sie sind, sondern wie sie reden und so weiter. Und sie waren richtig nett und es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ja, und das war so mein größtes Highlight. So, gestern habe ich dann auch noch mit Katharina etwas aufgenommen und zwar wieder Minecraft. Ja, ich könnte irgendwie Minecraft jeden Tag spielen. Und wir hatten wirklich sehr viel Spaß. Wir haben 3 Stunden lang gespielt und haben sogar 20 Minuten lang Jump and Run geübt. Und sie ist total verzweifelt und ich bin wenigstens bis zum höchsten Block gekommen. Und heute werde ich mich wieder mit ein paar Leuten zusammensetzen und Minecraft spielen. Mit den Leuten hatte ich auch schon mal zusammen gespielt. Die kenne ich so aus dem Internet und sie sind auch nicht 14. Nein, sie sind schon 18, 19, 23 fast. Und ja, es sind eigentlich richtig nette Leute da. Und ja, sie haben mich irgendwie über Let's Play Poker oder Let's Play Together gesehen, dann halt auf YouTube, und mit denen stehe ich auch in Kontakt, also schreibe ich auch. Und ja, das ist richtig schön, wenn man sowas machen kann. Und bei sowas kann man sich ja richtig gut kennenlernen. Ich habe Eistee. Das ist auch ein Highlight dieser Woche. Also einfach, dass ich positiv bleibe, tue ich mir immer so Highlights in die Woche legen. Heute habe ich zum Beispiel auch heute Morgen den Disney-Film Anastasia gesehen. Und den Film kannte ich noch gar nicht. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde den eigentlich total toll. Ich glaube, weil meine Eltern den nicht so mochten, haben sie den mir auch nicht vorgesetzt. Aber ich finde den richtig toll und da habe ich heute Morgen auch schon Glücksgefühle geweint, und weil ich das so toll fand. Ich werde irgendwie immer sensibler, was so Filme gucken angeht, zumindest so Shows oder so Disney-Filme. Ich glaube, wenn ich jetzt Pocahontas oder Cinderella mir anschauen würde, würden mir nur noch die Tränen laufen, weil ich mich so gerne an meine Vergangenheit erinnere. Und ja, also das ist auch total toll. Genauso wie bei The Voice of Germany oder The Voice of Kids oder Keep Your Light Shining, oder? Kann das sein, dass die Show so hieß? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss ich da auch ständig irgendwelche Tränen unterdrücken, weil es einfach so schön ist. Und ja, also das habe ich wirklich langsam so von meiner Mutter geerbt. Sie ist auch so. Und sie weint sogar in Filmen, was ich allerdings noch nicht so wirklich tue. Bei richtig Filmweinen. Ich tue das eher so bei solchen Shows oder so, keine Ahnung warum. Dann ist noch ein ganz großes Highlight, und zwar das Mansion, wo ganz viele YouTuber in Los Angeles sind und dort Videos drehen, wie zum Beispiel auch, also eigentlich all meine Lieblings-YouTuber, wie zum Beispiel Rob Bubble, Gronkh, Saraza, Behind, Kelly, dann Fabian Siegesmund, alle sind dabei, und das finde ich richtig toll. Und heute habe ich so diese Roomtour gesehen und ich liebe solche Häuser, müsst ihr euch unbedingt ansehen, und ich bin mal gespannt, was da noch alles kommen wird.
Und wenn ich das so sehe, bin ich richtig neidisch, weil ich da am liebsten auch gerne mitmachen würde, aber dazu bin ich einfach viel zu klein. Ein viel zu kleiner YouTuber. Ich glaube, da bräuchte ich noch mindestens 100.000 Abonnenten. Aber das werde ich nicht schaffen. Also erstmal nicht. Ich hoffe ja, das schaffe ich irgendwann. Ja, und auf jeden Fall noch ein Highlight. Also die Wochen sind übelste Highlights von mir. Ich habe einen neuen YouTuber entdeckt, sage ich jetzt mal. Der hat mich erst auf Twitter abonniert. Und dadurch habe ich den entdeckt. Jetzt hat er mich, glaube ich, wieder entabonniert. Aber ich, keine Ahnung. und zwar ist er eigentlich auch egal. Und zwar heißt er SEO. SEO, irgendwie so. Und er macht so Comedy-Videos und... Ja, der kommt recht sympathisch rüber und ich habe auch schon 2 Kommentare abgegeben und ich finde, er ist richtig nett. Also ich glaube, bei dem werde ich noch mehr mir anschauen. Und ja, ansonsten war es das auch schon für dieses Sonntags-Update. Upgrade-Update. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne nächste Woche und wir sehen uns am Dienstag wieder bei einem neuen Video. Das Video werde ich morgen drehen, also ja. Und dann sage ich an dieser Stelle Tschüssi.